Deswegen wundert mich eigentlich, dass die Chinesen und die... Leute, Gott. Wolle ist einfach der Prediction King. Man kann halt einfach gut brawlen auf dieser Map. Deswegen ist Black Hat... Deswegen wundert mich, dass in Taiwan und China so oft Black Hat Bay gespielt wird, weil da kann man ja halt Brawl so mega aus dem Weg gehen. Ich weiß auch nicht, was da falsch läuft. Naja, vielleicht nehmen immer die Außenseiter-Teams immer Brawl, No Brawl. Das kann natürlich auch sein. Na gut, wir gehen rein in den Draft für den Tomb of the Spider Queen. Edward Gaming gegen TNL. Beide Teams haben bis jetzt nur gewonnen, wenn ich das richtig verstehe hier. Insofern haben sie wahrscheinlich das Gefühl, ja, läuft bei uns. Ja. Und tatsächlich sehen wir Sagara werden. Also tatsächlich kein Tazara, keine Tyrande. Denied. Der Schwitzler. Oh, diesmal wird Xul gebannt. Von Tieren. Interessant, warum sie Xul hier bannen, aber auf Dragonshire nicht. Na, weil hier nicht rotiert wird. Ja. Ein Stern Rotationsmap. Ja. Okay, jetzt Roy First Pick für M. Der hat gesagt, eigentlich konnte ich carryen, aber lass mich noch probieren. Und auf der anderen Seite TNL, Greyman Leeming. Nee, vier Sterne sind nicht Max. Ich habe gestern schon 5 oder 6 Sterne gesehen. Also das System ist, ich habe keine Ahnung, das ist ungefähr so gut wie... Nee, uns fehlt nur der Zugang. Und aufschlussreich wie Kommunismus, ich weiß es nicht. Also. Muradin Gaming gibt es stattdessen. Heißt, Gleaming ist noch offen. Ich denke, dass Edward Gaming die einstecken werden. Ja, finde ich das. Also, weiß nicht. Greyman und Muradin als erstes zu nehmen. Ja, Noblesse ist immer happy mit Muradin. Insofern macht es auch Sinn, dass sie den da mitgenommen haben. So, Li Ming wird genommen. Aber beide Teams bisher rotationsmäßig eher schwach auf der Brust. Da muss halt jetzt noch was kommen. Also Tassala gibt's noch. Edward Gaming könnte Tassala bannen. Und das würde ich auch tatsächlich einfach tun. Sie haben ein bisschen bessere Rotation bisher. Sie können tatsächlich noch ETC Tyrande picken. Das wäre so die Mansanity-Variante. Dann müsste man auch nicht zwingend den Tassa da rausnehmen. Aber ich denke nicht, dass sie das tun. Also es ist einfach nicht der chinesische Weg. Ah, Sylvanas wird rausgenommen. Das kommt mir smart vor. Aber Sonja ist tatsächlich auch noch offen. Ja. Sonja. Ja. Ne, Tassara wird gewandt. Prediction King Wolle schlägt wieder zu. Aber das bedeutet jetzt für TNL. Das hat nicht geklingelt, ne? In diesem Geräusch ist so ein, in diesem Sound ist so ein Geräusch drin, was wie meine Klingel ist. Ich sehe Sterne, Nomi hört klingeln. Es ist sonntags morgens 4 Uhr. Sonja ist jetzt da und ich kann mir vorstellen, dass TNL Insta-Sonja pickt. Also, ich meine, wenn sie da ist, die Combo ist halt einfach brutal. Jaina wird erstmal mitgenommen. Die hatten sich vorhin Edward Gaming gekrallt, aber TNL bannen die auch ganz gerne mal. Also, scheint tatsächlich in Asien insgesamt einfach viel höher geratet zu werden. Jaina jetzt? Okay, Tyrande. Ja, Tyrande macht auf jeden Fall Sinn. Ja, gibt es tatsächlich. Bam. Und dann hinten dran, wahrscheinlich noch den Uta. Also, ne, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Man hat ein dickes Time-Kombo. Man hat die Doppel-Support-Geschichte auch, die einem so liegt. Ja. Ein Cheese von Korea und Chinesen? Nö, das glaube ich nicht. Nein. Also, ich glaube, die spielen. Immer auf Brawl, das ist eigentlich immer Cheese. Ja, vor allem, ich meine, was ist Cheese bei Heroes? Hm. Das ist ganz schwierig zu definieren. Ist Cheese mit Asmodan spielen? Ist Cheese mit Murky spielen? Ja. Oder ist Cheese
aber Tour Zagara immer nur auf den Chor gehen. Oder Blackheart's Bay picken. Ja, also das ist ganz schwierig zu beurteilen. Ah, Tyrell hat gestern hart delivered. Ja, aber ich weiß nicht, tun. Es gibt genug Engstellen, es gibt einen Boss. Ja, das Problem ist halt immer nur auf Level 16 zu kommen, aber es hat gestern auf jeden Fall meistens geklappt. Da haben sogar im Early Game relativ gut mit dem Tyrell ausgesehen, weil der immer aggressiv reingeht. Also dazu wird dann mitpassen, dass sie jetzt Sonja wegpicken. Oh, das wird mir gefallen. Das wird mir richtig gut gefallen, wenn sie jetzt Sonja nehmen. Aber das ist natürlich gegen die Stun-Kombo auch ein bisschen Trauer. Hm. Achso, du meinst... Nee. Was? Nee, ich meine Edward Gaming, wenn sie jetzt Sonja picken wird. Es gibt stattdessen die Falle. Prediction King aberkannt. Ja, aber nur mit Edemir gefallen. Ring of Frost. Aber Frost, ich kann Falle auch verstehen. Obwohl, nee, ich glaube tatsächlich, sie spielen was anderes. Ich glaube, sie bubbeln den Heiler oder den Tyrael und töten was anderes mit dem Seratul. Ja, ich glaube, sie wollen einfach die Bubble als Counter für Sanctification benutzen. Einfach die Bubble draufsetzen, wenn Sanctification angemacht wird. Einfach abwarten. Fertig. Alter, TNL sind richtig happy. Ich glaube, die freuen sich gerade so. Seratul genommen und ihr habt nicht mitgerechnet. Ja. Und ihr Lappen habt selber den Tasser da gebannt. Boah. Ja, gut. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es... Also in den Händen von TNL auf jeden Fall stark ist. Aber. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf Ring of Frost, denn ich glaube, von den Asiaten fast immer nur Wortelemente gesehen zu haben. Und vor allem, es gibt. Mit Void Prison. Aber ich glaube tatsächlich, Bubble ist nur für Tyrael da. Ja. Und ja, also genau. Dann ist einfach Wortelemental viel zu viel wert. Also gegen die Ming. Man brawlt im Prinzip einfach mit einem der Gegner macht nicht mit. Ja. Das ist eigentlich eine einfache Win Condition. Das ist halt quasi so für die so wie unverwundbar für das ganze Team, das Cheat. So brawlt man nicht richtig. Ja. Okay, wir gehen rein in die zweite Map. Tomb of the Spider Queen, Edward Gaming, von links nach rechts in Blau für China. SK auf der Liming, SR auf dem Tyrael, Jiminy mit dem Reger, Bala von Kanchian und der Thrall von Also ja. Aber das funktioniert halt nicht richtig. Mrawl. Weißt du, es gab sonst immer... M auf Muradin, ja, das auf direkt war geil. Mit TNL mit Crazy Moving, auf Jaina mit SCSC, auf Zeratul, Noblesse auf Muradin, Sniper auf Greymane und Jaehoon auf Tyrande. Dass der Noblesse auch noch Muradin kriegen darf, wahrscheinlich haben die sich deswegen gefreut. So, weil er jetzt richtig delivern kann. Also eigentlich hätte ich mir auch gewünscht, so Midi Assassin Muradin auf M. Leute, wir sehen diesmal den Cheat Block und wir sehen Beatsteps von Kanchian. Also den Minion Block sehen wir von Tyrael, also die Chinesen diesmal mit den Plays. Hm. Sehr interessant. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt die Combo von TNL angucke, die ist halt auch sehr, sehr, sehr aggressiv. Also Wave Clear gar nicht so viel oder was man für eine Rotation gebrauchen könnte. Aber da, wir haben halt die alte New-Combo. Wir haben halt Muradin, Tyrande und Jaina. Also das spielt man in Europa fast gar nicht mehr. Aber ich finde es halt immer noch stark, wenn da mal ein Ziel reinkommt. Das ist halt komplett aus dem Leben getreten einfach. Ich finde es halt nur so lustig, dass wir das ganze Turnier keine... Wow! Guck dir mal an, wie wunderschön... Der SA springt einfach aggressiv rein. Der Stun war in der Mitte, genau im Zentrum vom Blizzard. Also auch... Ich dachte so, warum stunten der Muradin jetzt schon? Also die können doch niemals hinterhergehen. Da wäre beinahe SCSC auch noch down gegangen, wenn der Chain Lightning darunter geflogen wäre. Aber du hast recht, TNL hat das richtig geil ausgeführt. Und dann war der Stun einfach in der Mitte vom Blizzard drin, direkt instant. Ja, das habe ich tatsächlich mal trainiert mit Nunja. Wir haben, fällt mir nur ein, weil ich neulich einen Screenshot davon gefunden, gepostet habe. Man muss plötzlich in dieser Muradin-Jaina-Kombo muss man vertrauen. Die Jaina muss den Blizzard einfach machen, weil sonst trifft die zweite Wave nicht. Also der Muradin wirft den Stormbolt schon. Ja. Die Jaina muss sich drauf verlassen. Und das haben wir jetzt hier bei den Koreanern gerade gesehen. Also, das ist einfach richtig krass. Das ist hier eine Ausführung traumhaft. Dumm nur, dass TNL dann eine
zwei Leute direkt danach verloren haben. Lass mich das nochmal erklären mit den Minion-Blocks, weil das gerade nochmal gefragt wird. Oh, wir gucken erstmal auf Noblesse, der kommt aber problemlos raus. Also die Idee ist, man blockt die erste Wave bei sich. Genau wie du es gesagt hast im Chat, Zeroy. Die Wave kommt dann nicht ganz bis zur Mitte. Das heißt, man ist mehr an den eigenen Towern dran und kann safer auspushen. Und das macht man gegen diese aggressive, gefährliche Comp, sodass man eben die erste Wave safe auspushen kann letztlich. Aber trotzdem sind hier beide Teams von Erfahrung relativ nah beieinander und wir sehen, Alter, wir sehen wieder Gathering Power auf Zeratul. Ah, sag mir mal lieber was zu dem Reka-Bild. Also okay, Feral Heart auf 4 finde ich super, ist broken. Also es ist halt einfach geniales Talent. Ich hab vorhin ohne Feral Heart gespielt. Und warst danach richtig getiltet. Ich war traurig, ja, weil reden wir nicht darüber. Das erste Wolf-Talent. Da hat Gerta gestern schon immer gehatet, aber alle guten Leute scheinen es zu spielen. Weiß ich nicht. Also weder auf Schild noch auf Totem zu gehen, finde ich einfach bei Regan nicht so stark. Oh, denn, da kann ich dann aber sehr, sehr weit out of position, wird auf jeden Fall hart bestraft dafür. Aber also muss man wirklich sagen, hatte er sich hauptsächlich selbst zu schreiben. Ist halt natürlich gut gemacht von Noblesse und seiner Crew, aber. Also, da darf es halt nicht sein. Verstehe auch nicht, warum Waller hier auf Kubel geht. Ja, gegen Zeratul kann man das auf jeden Fall machen, denke ich. Und also, gegen Istankomo möchte halt natürlich die Waller auch möglichst sich aus allem raushalten erstmal. Aber das spricht auch vollkommen gegen Brawlen eigentlich. Das stimmt. Unter dem Aspekt hast du völlig recht natürlich. Ja, Blizzard geht ins Leere und das Payment geht durch für tatsächlich das Lauer-Team, was eigentlich ziemlich überraschend ist. Erstens wurden sie gerade abgefarmt. Ja. Und zweitens sind sie eigentlich nicht so eine starke Early Game Composition, also ganz, ganz wichtig. Da haben die Chinesen jetzt gut Wert drauf gelegt und das ist tatsächlich ganz ähnlich, wie sie das gegen die Europäer auch hatten. Dass sie einfach den Snowball antreten, die Kontrolle übernehmen im Early Game und es dann relativ schwer ist, wieder zurückzukommen. Ich bin jetzt mal gespannt, was Li Ming auf Level 7 geht. Sie überlegt selber noch. Ah, okay. Sie geht halt maximal defensiv. Ja, zwei Tower werden rausgenommen. Also, ich glaube tatsächlich, dieser Rega-Bild ist eigentlich ganz smart. Also generell, weil der Rega ist ja sozusagen weniger egoistisch geworden, weil Ancestral Healing nicht mehr auf sich selbst geht. Ja. Und dann insgesamt ein bisschen egoistischer zu skillen, damit um das sozusagen aufzufangen, um halt weiterhin ähnlich spielen zu können. Da braucht man dann... Ich finde das so krass, dass was wir hier sehen ist, Edward Gaming, die einfach selber richtig aggressiv spielen, haben eigentlich eine aggressive Combo, aber spielen von ihren Builds her. Da haben sie jetzt aber die Turn Damage, das ist natürlich super. Und Liming macht den Kill klar, gibt Resets. Da kriegen sie SCS vielleicht auch noch. Der will natürlich. Tyrell geht da locker hinter die Wand hinterher, SR. Auch jetzt ein bisschen Support, aber Noblesse verfehlt den Stormbolt auf SR und wird jetzt selber rausgenommen. Oh, da waren richtig viele Gems, und die werden direkt geblockt und denied. Alter Schwede, das haben die Chinesen richtig gut gemacht. Nein, eigentlich läuft es ähnlich wie vorhin, nur ein bisschen konsequenter diesmal. Nämlich diesmal nehmen sie das vor raus und werden dahinter nochmal versuchen, das nächste Payment klar zu machen. 30 Gems haben sie brauchen 55, also ein bisschen was fehlt noch. Aber wenn sie jetzt Level 10 haben, 1,5 Level Vorsprung, dann sollte da eigentlich auf jeden Fall was gehen. Aber gerade war halt auch einfach eigentlich, wo man sich gedacht hat, so was ist ja eigentlich mit TNL los? Und dann auf einmal gab es die Schille mit der Rückhand. Gott, wir sehen jetzt auch, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, amerikanischen Bild auf der Jaina. Ja. Das ist nicht Lingering Chill, ne, sondern... Deep Chill. Nicht Deep Chill, sondern, das andere Talent auf jeden Fall. Ist das nicht Deep Chill? Ich hätte gedacht, es wäre richtig. Oh, Level 10 erreicht und Noblesse leidet direkt richtig. Puh! Noblesse kommt da ganz knapp raus. Oh ne, er kommt gar nicht raus. Da kommt er nochmal hinterher und da liegen schon 24 Gems. Warum Jaina auch da so mega offensiv hingegangen ist. Gott, und da sind wieder die Resets und ausgerastet wird für die Li Ming. SK hat da richtig Spaß. Also Edward Gaming ist ja einfach nur komplett am Ausrasten und am Brawlen. Ich wollte vorhin noch sagen, ich finde es lustig, dass das mega aggressive Team aus China, die dafür bekannt sind, einfach mal richtig gerne zu brawlen, dass die hier von den Talenten her ziemlich defensiv